Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie heute zu einem besonderen Nachmittag einladen. Der Förderverein für zeitgenössische Literatur Nordbuch stellt Autorinnen und Autoren vor. Und nach jedem Autor wird angesagt, wer der Nächste ist. Und zunächst einmal begrüße ich Frau Katharina Fast, die aus Pinneberg zu uns gekommen ist und für uns heute die Literaturlesung mit ihrer Musik einspielen wird. Das wird erstmal in Kürze. Dankeschön. Guten Tag alle zusammen. Ich möchte Sie herzlich begrüßen und anfangen mit einem Lied des georgischen Dichters Bulata Kujava, Dichter und Liedermacher. Ich habe es ins Deutsche übersetzt. Eine Weinrebe pflanze ich in meinem Garten. Wenn die Trauben dann reifen, pflück ich sie im Morgengrau. Stimm mein Herz ein auf Liebe, alle meine Freunde zusammen. Denn wozu lebe ich sonst auf der ewigen Erde? Wozu? Komm zu mir, liebe Freunde, und kostet mein Wein und mein Essen. Sag mir offen und ehrlich, was mache ich richtig, was falsch? Schenkt uns die Vergebung der Sünde. Denn wozu lebt man sonst auf der ewigen Erde? Wozu? Im rot-schwarzen Gewand sing ich liebster für dich meine Lieder. In schwarz-weiß sitzt du vor mir und hörst mir verzaubert zu. Geschichten und Gedichte über Liebesleid und Liebesfreud mit dem Titel Liebeshimmel. Ich glaube, das ist mit dem Lied gut angeklungen. Der Förderverein für zeitgenössische Literatur Nordbuch, der stellt sonst eine Anthologie her und fördert damit junge Autoren mit etablierten Nachwuchstalenten, hat eine kreative Schreibwerkstatt, wo man sich weiterbilden kann oder Anregungen zum Schreiben finden kann
Und wir haben auch ein sogenanntes Lesesofa in Hawaii gerufen oder initiiert. Und Autorinnen und Autoren können sich regelmäßig einmal im Monat vorstellen, in dem Lesesofa ihre eigenen Bücher und Texte vorstellen, in einem Interview etwas über sich sagen. Und das wird dann im Kiel TV ausgestrahlt und auch im Internet. Und heute aber haben wir eben ganz andere Texte, die die Autoren und Autorinnen vorstellen. Und als nächsten Autor möchte ich Ihnen daher Georg von Sternberg vorstellen. Er kommt aus Kaltenkirchen, schreibt in der Regel sehr gerne satirische Texte, also ein wenig lustig und witzig, und hat in der Zwischenzeit aber auch schon zwei Romane verfasst und arbeitet, glaube ich, jetzt an dem dritten Buch. Und heute kommt er hier mit seiner Kurzgeschichte Veronika, der Lenz ist da, nur der Spargel wächst nicht mehr. Das ist aus seinem Repertoire, Herr Georg von Sternberg aus Kaltenkirchen. Und damit Sie noch wissen, wer ich eigentlich bin, mein Name ist Christel Bröhr und ich bin Autorin, aber eben auch Vorsitzende dieses Literaturfördervereins, und ich wünsche Ihnen jetzt mit unserem ersten Text und mit dem ersten Autor, den Sie hören, viel Vergnügen. So, die neu hier sind, wir sind ja schon ein bisschen zusammen gewesen, herzlich willkommen hier. Ist das so gut? Ja. Ja, wie gesagt, Georg von Sternberg, das stimmt, ich habe zwei Romane draußen im Moment und arbeite am dritten, der ist aber nicht satirisch, sondern es geht um Zeitgeschehen. Und jetzt habe ich für diese Veranstaltung heute extra eine Geschichte geschrieben zum Liebeshimmel im Mai. Der ist satirisch und ich würde mich freuen, wenn Sie sagen, für sich feststellen, der Text ist lächerlich, dass Sie da ein bisschen lächeln, und die sagen, lachhaft, dass Sie da ein bisschen lachen, weil dafür so war das gedacht. Ja? Gut. Fragen? Keine? Gut. Veronika, der Lenz ist da, nur der Spargel wächst nicht mehr. Erinnern Sie sich? Früher sangen die Comedian Harmonists so unvergleichlich. Veronika, der Lenz ist da, die Mädchen singen tralala, die ganze Welt ist wie verhext, Veronika, der Spargel wächst. Dieser Text wäre heute verboten. Wir leben in hektischen Zeiten. Alles ändert sich schnell und immer schneller. Mit der Liebe, die bekanntlich im Wonnemonat Mai am schönsten sei, ist es heute auch nicht mehr so einfach, wie es früher einmal war. Alles wird eben immer komplizierter. Noch während meiner Jugend war es so, man sprach die Auserwählte an und informierte sie darüber, dass man sie erst zum Essen einladen wolle, danach ins heimische Domizil, etwa um die Briefmarkensammlung anzusehen, und dann unausgesprochen zu dem, was sich unter Umständen in der Horizontalen ergeben würde. Dann konnte sie frei wählen, die Einladung annehmen oder ablehnen. Doch die einfachen Zeiten sind vorbei. Heute ist das persönliche Ansprechen einer Frau für einen Mann sehr gefährlich und kann schlimme Konsequenzen nach sich ziehen. Von wachsendem Spargel dürfte er ihr dabei auf gar keinen Fall berichten. Sonst drohte ihm eine Anzeige wegen sexueller Belästigung, wegen Diskriminierung oder wegen sonst was. Ganz so, wie es der Dame einfiele. Selbst der Beischlaf ist heute für einen Mann ein kaum einzuschätzendes Risiko, da die Dame noch einige Tage später behaupten könnte, sie sei genötigt worden, hätte zwischendurch mal Nein gesagt oder sei sogar vergewaltigt worden. Jörg Kachelmann lässt grüßen. Ich glaube, Jörg Kachelmann muss ich nicht erklären, den kennt jeder, ne? Was auch immer ihr einfällt, der Mann ist dagegen chancenlos. Es drohen ihm gesellschaftliche Ächtung, Arbeitsplatzverlust oder sogar Knast. Wieder lässt Kachelmann grüßen.
Dabei sei kurz erwähnt, dass Juristen in Schweden und den USA allen Männern dazu raten, sich vor jeder Intimität mit einer Dame deren Einwilligung schriftlich geben zu lassen, mit Datum und Uhrzeit. Da ich selbst ein Mann in den besten Jahren bin, wie man so sagt, zumindest wenn man wohlwollend vom Haarausfall, der Plauze, den Ringen unter den Augen, den Bluthochdruck und der Diabetes einmal absieht, also ich als sogenannter Mann in den besten Jahren bin schon lange nicht mehr auf Frauensuche. Nein, nein, nein. Meine Frau und ich, wir genügen uns. Zu Eskapaden und Schunkeleien mit einer anderen Dame wäre ich nicht bereit, nicht mal im Wonnemonat. Das wäre mir auch zu anstrengend. Man stelle sich vor, ich müsste die andere Dame heimlich besuchen, Zeit mit ihr verbringen und womöglich auch dann noch, also, na, meinen Mann stehen, wenn Sie wissen, was ich meine. Danach dann auch noch meiner eigenen Frau glaubhaft versichern, dass ich schon wieder einen alten Freund getroffen hätte und mit dem schon wieder auf ein Glas Bier um die Ecken gezogen wäre. Ich kann nicht gut lügen, die käme mir sofort drauf. Nun gut, Ausnahmen gibt es immer. Für ein Techtelmechtel mit Madonna, Britney Spears oder der wunderschönen Helene Fischer würde ich schon einiges auf mich nehmen. Für ein Treffen mit Helene Fischer sogar noch sehr viel mehr. In ihrer Nähe wäre ich doch augenblicklich 20 Jahre jünger. Allerdings, wozu sollten diese Überlegungen führen? Wenn die schöne Helene mich alten Sack auch nur ansehe, würde die doch sofort im Trüben fischen. Sie bräuchte nur einen Wimpernschlag, um den Opa in mir zu erkennen. Damit wäre das Techtelmechtel doch schon vorbei, bevor es begonnen hätte. Außerdem ging das alles schon deshalb nicht, weil die Schöne tagsüber immer schläft, nachdem sie atemlos durch die Nacht gerannt ist. Tagsüber schläft sie, nachts ist sie unterwegs. Wann hätte sie Zeit für mich? Aber es wird nicht alles schlechter. Jetzt gibt es hierzulande sogar die Ehe für alle. Also Mann und Mann, Frau und Frau und ginge auch Mann und Katze. Jedenfalls machen uns einige der hier noch nicht so lange lebenden Männer die Fahrt vor, die heiraten zwei Frauen. Unter dem Motto Entdecke die Möglichkeiten hatte ich mir kurz überlegt, nur so in meiner Fantasie, dem Beispiel zu folgen und auch eine Zweitfrau zu heiraten. Eine junge, unerfahrenere Frau für mein körperliches Wohlbefinden müsste es sein und eine erfahrene Frau, im Zweifel meine jetzige Erstfrau, für den Haushalt. Die beiden müssten dann wöchentlich die Plätze tauschen, damit es mir nicht zu langweilig wird. Nur, das will ich zugeben, von der Idee habe ich ganz schnell Abschied genommen. Ganz unter uns, wenn Sie es meiner Frau nicht verraten. Noch eine von Ihrer Sorte würde ich gar nicht schaffen. Dann wären zu Hause doch zwei Frauen, die mir auftragen würden, den Müll rauszubringen, das Bett zu machen, den Abwasch zu erledigen. Und abends hätten die auch alle noch zur selben Zeit Kopfschmerzen. Nein, danke. Vielen Dank. Und nun stelle ich Ihnen eine weitere Autorin noch ein zweites vor, Frau Katharina Fass, die singt und spielt nicht nur auf ihrer siebenseitigen Gitarre und anderen Instrumenten, die komponiert ja auch und schreibt auch romantische Liebeslieder, wie wir schon eben gehört haben. Katharina ist in Russland geboren und 1992 mit ihrer Familie hierher nach Deutschland gekommen. In Russland hat sie als Kulturhausleiterin gearbeitet. Hier hat sie eine Umschulung machen können und arbeitet als Sachbearbeiterin. Dann hat sie auch schon einige Veröffentlichungen vorzuweisen. Zum Beispiel heißt ein Titel Mein letzter Ritter der Tugend, das sind humoristische Kurzgeschichten und zwar
Kurzgeschichten einer singenden Toilettenfrau. Das ist ja auch wahrscheinlich von vornherein, wenn man sich das so vorstellt, bestimmt eine interessante, lustige Sache. Sie hat in Zeitschriften und Anthologien veröffentlicht und heute wird sie uns etwas aus einer Nacht vorlesen zur Sommersonnenwende im slawischen Raum. Da geht es um ein Mädchen Maria, was eine mysteriöseste und merkwürdigste Nacht ihres Lebens erlebt. Und die Auszüge aus dieser Geschichte heißt Magie der Nacht. Ja, wenn ich darum bitten darf, Katharina Fast aus Pinneberg. Also ist jetzt eine ganz andere Geschichte, ein bisschen vielleicht aus Ihrer Sicht kitschig, so wie manches in Russland ist, aber so ist das eben. Magie der Nacht. Endlich war die Geburtstagsfeier zu Ende. Die letzten Gäste verließen das Haus. Maria seufzte erleichtert. Wenn es nach ihr gegangen wäre, hätte sie ihre Geburtstage am liebsten vergessen. Was für ein Unsinn, zu feiern, dass man wieder ein Jahr älter geworden ist. Dass das Leben an einem im Nu vorbeizieht und man Tag ein, Tag aus immer nur den gleichen Trott hat. Kochen, backen, waschen, putzen, die Kuh melken, das Vieh futtern. Und wo bleibt der Sinn des Lebens, die eigenen Bedürfnisse? Mal einen Tag ohne Verpflichtungen, für sich allein zu haben. Das wäre das schönste Geburtstagsgeschenk gewesen. Aber das war zu viel verlangt. Das würde keiner verstehen. Ihr 50. Geburtstag und sie feiert nicht. Und so hatte sie seit einigen Tagen alles für die Geburtstagsfeier vorbereitet. Denn ob sie wollte oder nicht, die zahlreichen Verwandten und Freunde würden sowieso kommen. Ob ihr nach Feiern zumute war, interessierte keinen. So war es schon immer im Dorf gewesen. Maria galt schon als sonderbar, als sie noch ein junges Mädchen war. Obwohl sie immer wieder versuchte, sich anzupassen, so zu sein wie alle. Doch sie verbrachte die Zeit lieber im Wald oder am Fluss. Sie konnte stundenlang an nur ihr bekannten geheimen Plätzen verweilen, anstatt wie die anderen Mädchen sich mit Jungen zu verabreden oder tanzen und feiern zu gehen. Sie lag lieber im duftenden Gras, las Bücher, hörte dem unaufhörlichen Plätschern des Wassers zu, das wie ein lustiges, nie endendes Lied erklang. In dieser Melodie hörte sie Geschichten von exotischen, geheimnisvollen Welten und Ländern, von Leben und Tod, von Liebe und Verrat, von der Vergangenheit und der Zukunft. Besonders liebte sie aber den Zauber des Wassers bei Nacht. Sie genoss es, nach der Tageshitze beim Mondschein ins funkelnde Wasser zu tauchen und sich von Myriaden glitzernden, kühlen Sternchen umhüllen zu lassen. Der Fluss war nie gleich. Einmal war er stürmisch und wild, das andere Mal lustig und verspielt wie ein kleines Kind. Dann wiederum wogten die Wellen langsam und schimmernd, erhitzt von der Glut der Sonne und glichen einer verwöhnten, rätselhaften und unwiderstehlich schönen, exotischen Frau. Jetzt hatte sie seit langem leider keine Zeit mehr für ihre Ausflüge gehabt. Der Alltag fraß die Zeit auf. Aber heute wollte sie sich die Zeit nehmen und zum Fluss gehen. Sie räumte den Tisch ab, der unter dem großen Apfelbaum im Garten stand, spülte das Geschirr und ging mit einem Badetuch runter zum Fluss, wo sie sich wie gewöhnlich unter ihre große Lieblingsweide setzte. Der riesige Feuerball der Sonne sank langsam in den Fluss und tauchte die Wolken, den Himmel, die Blätter der Weiden, die sich im kupfernen Wasser spiegelten, die jungen, schlanken Körper der Mädchen und die kräftigen Körper der Jungen, die ein Netz durchs Wasser zogen, ins purpurne Licht. Die letzten Flammen der Sonne leuchteten noch einmal im Fluss auf und ertranken. Das warme Rot wich dem blassen weißen Licht des Mondes und das Wasser glänzte von einer Minute zur anderen nicht mehr kupfern, sondern silbern. Die Weiden und die weißen Birken, die das Ufer des Flusses säumten, tauchten in ein geheimnisvolles weiß-silbriges Licht. Maria hörte die jungen, lustigen Stimmen der Jungen und Mädchen, die das Netz am Ufer von den Fischen befreiten und sich dabei gegenseitig mit Wasser bespritzen und rumalbeten. Sie beneidete sie wegen ihrer Jugend und Sorglosigkeit.
Mit welch natürlicher Grazie, Unbefangenheit und Leichtigkeit jede ihrer Bewegungen erfüllt war. Sie ging ein bisschen weiter weg, zog ihr Kleid aus, steckte ihr langes rotes Haar hoch und ging langsam ins Wasser. Obwohl sie heute 50 geworden war und sie vor einer Stunde noch so müde gewesen war, dass sie nur ein Bad nehmen und schlafen gehen wollte, fühlte sie sich auf einmal jung und lebenshungrig, wie die Mädchen am Ufer. Sie tauchte ein paar Mal unter, ließ sich schwerelos nach unten gleiten, damit die warmen Wellen ihren Körper umspielen konnten. Sie genoss dieses Gefühl der Schwerelosigkeit und diese Geborgenheit, die das Einsens mit dem Wasser in ihr hervorrief. Als sie wieder auftauchte, schaute sie in zwei große dunkelblaue Augen eines jungen Mannes. Sie erschrak und schwamm panisch zum Ufer. Der Mann schwamm hinter ihr her. Irgendetwas, sie spürte es, hatte sich unmerklich verändert. Als erstes nahm sie wahr, dass die Luft anders duftete. Dann sah sie, dass am Ufer mehrere Feuerstellen brannten und um die Feuer viele Leute versammelt waren. Sie lachten, sangen und tanzten ums Feuer. Habe ich was verpasst? Wurde ein Dorffest geplant und ich habe es durch meine Geburtstagsvorbereitungen nicht mitbekommen? Fragte sie sich überrascht. Schwere Hände legten sich auf ihre Schultern und drehten sie langsam und behutsam um. Sie schaute wieder in die Augen des Unbekannten. Was wollen Sie? Lassen Sie mich sofort los. Ich bin Lubomir und dieses Land gehört unserem Stamm. Aber was tust du hier und wer bist du? Fragte der Unbekannte und fuhr mit der Hand über Marias langes rotes Haar. Du bist sehr schön, sagte er leise und sie merkte, wie Lubomir ihren nassen, im Mondlicht sanft schimmernden Körper bewundernd anschaute. Maria war nicht bewusst, wie schön sie immer noch war. Das gedämpfte Nachtlicht verlieh ihrer Alabasterhaut einen matten Glanz, der sie jünger und zerbrechlicher erschienen ließ. Sie errötete, ihre Hände umfassten schützend ihre Brüste, sie suchte nach ihrem Kleid, doch fand sie es nicht an der Stelle, wo sie dachte, es zurückgelassen zu haben. Überhaupt kam ihr die ganze Gegend irgendwie fremd vor. Die Umrisse der Bäume waren anders als sonst. Unweit in der Nähe eines lichten Wäldchens sah sie Umrisse im Kreis stehenden Hütte, die vorher nicht da gewesen waren. Maria zitterte am ganzen Leibe. Trotz der Abendschwüle und der überall brennenden Feuer wurde ihr auf einmal furchtbar kalt. Lubomir merkte es und reichte ihr sein weißes Hemd, das er gerade selbst anziehen wollte. Danke, ich bin Maria, sagte sie und streifte das leinene Hemd über. Lubomir, hörte sie eine hohe, glockenhelle Stimme rufen. Komm mit, wir springen über das Feuer, damit wir zusammen glücklich werden. Sie sah ein junges, dunkelhaariges Mädchen, das wie ein Wirbelwind auf sie zugelaufen kam. Einen Schritt von ihnen entfernt, blieb sie abrupt stehen und funkelte Maria mit feurigen, schwarzen Augen an. Wer ist das? Warum trägt sie dein Hemd? Fragte sie argwöhnisch. Beruhige dich, Lubava, das ist Maria, sagte Lubomir sanft. Sie fror und da habe ich ihr mein Hemd gegeben. Sie hat sich wohl verirrt. Lubava funkelte Maria immer noch misstrauisch an, warf dann die Arme um Lubomirs Hals und küsste ihn stürmisch und demonstrativ auf die Lippen. Ihre ganze Körperhaltung zeigte Maria, dieser Mann gehört mir, lass die Finger von ihm. Dann zog sie Lubomir mit sich zum Feuer. Lubomir nahm Marias Hand und zog sie mit sich. Ein Strohwisch brannte lichterloh und tausende kleiner Feuerfunken tanzten in der Luft wie kleine Glühwürmchen umher. Das Licht des Feuers erhellte die Nacht, tauchte die fröhlichen Gesichter der ums Feuer tanzenden jungen Leute in ein warm schimmerndes Licht. Maria versuchte, bekannte Gesichter zu entdecken, aber sie waren ihr alle fremd. Die Mädchen hatten helle leinene Kleider an, die Haare schmückten geflochtene Kränze aus Wiesenblumen und duftenden Kräutern. Die Jungen waren auch in helle Leinenhosen mit darüber hängenden Hemden gekleidet. Als das Feuer nicht mehr so hoch brannte, nahmen sich die liebenden Paare an die Hände und sprangen darüber. Maria wurde klar, dass die jungen Leute die Sommersonnenwende im slawischen Raum die sogenannte Nacht von Ivan Kupala feierten. Wer am höchsten und weitesten sprang, würde am glücklichsten werden. Komm, spring mit mir, sagte Lubomir zu Maria und schaute sie mit seinen dunkelblauen Augen aufmunternd und herausfordernd an. Doch sie wehrte ab. Sieht er nicht, dass ich viel älter bin als er? Fuhr es ihr durch den Kopf.
Im nächsten Moment zerrte Lubava ihn mit sich und die zwei sprangen übers Feuer. Es war ein schönes Bild. Die hohen Feuerzungen umzüngelten den starken Körper des blonden, muskulösen Hünen und der gärtenschlanken, dunkelhaarigen Schönheit für einen Moment und umhüllten sie mit einem magischen Licht. Maria konnte sich nicht mehr dem Zauber dieser Nacht entziehen. Es war alles so ungewöhnlich und überwältigend, so dass sie sich nicht mehr wehrte, als Lubomir sie mit sich zog, um die Kränze mit brennenden Kerzen ins Wasser zu lassen. Er bat ein Mädchen um zwei Kränze und sie ließen sie mit denen der anderen ins Wasser gleiten. Die Kränze von Lubomir und Lubava trieben nach einer Weile dicht nebeneinander und Lubava jubelte laut und warf sich erneut Lubomir um den Hals. Er ließ es über sich mit der Geduld und Nachsicht eines älteren Bruders ergehen. Lubava gab aber nicht nach. Sie zog wie auch die anderen Mädchen und Jungen ihr Kleid aus und versuchte Lubomir mit sich ins Wasser zu locken. Doch dieser wehrte es energisch ab. Lubavas feurige Augen schleuderten zornige Blitze in Marias Richtung. Sie zog einen Schmollmund, warf den Kopf mit der schwarzen Mähne stolz wie ein wildes Pferd in den Nacken und rief mit herausforderndem hohen Lachen einem Jungen zu, der sich die ganze Nacht in ihrer Nähe aufgehalten hatte. Ruslan, komm, wir gehen baden. Und um Mitternacht gehen wir zusammen eine Farnkrautblüte suchen. Der folgte ihr hoffnungsvoll und froh. Lubomir wandte sich Maria zu und fragte, willst du mit mir die Farnkrautblume suchen? Wenn wir sie finden, gehen alle unsere Wünsche in Erfüllung. Verzaubert von der Intensität des Leuchtens seiner samtenen Augen, von der Magie dieser Nacht, nickte sie stumm und folgte ihm wie in Trance. Es war Vollmond. Aber Lubomir nahm trotzdem eine Fackel mit und so gingen sie in Richtung des kleinen Wäldchens. Du siehst so anders aus. Aus welchem Land kommst du? Wer bist du? Fragte er erneut. Ich lebe auch am Ufer dieses Flusses. Doch bevor Maria weiterreden konnte, nahm Lubomir ihre Hände in seine, zog sie an sich und bedeckte mit wilden, aber auch gleichzeitig sanften Küssen ihre Augen, Haare, Lippen. Bleib bei mir. Bleib doch hier, du darfst nicht wieder gehen. Du bist ein Geschenk des Gottes Kupalo, die Erfüllung meiner Träume. Du bist so schön, deine grünen Augen haben mich oft aus der Tiefe des Flusses lockend angeschaut. Ich habe in Gedanken so oft deine roten Locken und deine sinnlichen Lippen liebkost, flüsterte er, und zusammenhängend zwischen den Küssen. Für einen kleinen Moment konnte sie seinem wilden Geflüster, seinen heißen Küssen und der Hitze seines Jungen kräftigen Körpers nicht widerstehen. Sie stöhnte leise auf und gab sich seinen wilden Liebkosungen hin. Ihre Lippen öffneten sich seinen fordernden Lippen. Ihr Körper schmolz unter seinen heißen Händen dahin. Seine Küssen brannten auf ihrer Haut mit tausend kleinen Flammen. Fast der Ohnmacht nahe sanken sie ins hohe, duftende Gras. Sie waren ein Teil dieser Steppe, dieses Flusses, dieser Nacht, zwei liebende Kinder der Erde. Alles andere war auf einmal nicht mehr wichtig. Langsam kam Maria wieder in die Gegenwart zurück. Sie wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war, ob diese Nacht ein Traum oder Wirklichkeit war, ob das Lied, das sie hörte, der Mond und die Sterne am Himmel, die Weide, die sie mit ihren langen Zweigen von fremden Blicken verdeckte, das duftende Gras aus der Vergangenheit oder Zukunft war. Sich auf den Arm stützend, schaute Lubomir sie liebevoll an und fuhr leise mit einer Blume über ihre Lippen. Schau, ich habe ein blühendes Farnkraut gefunden. Er ist über unseren Köpfen erblüht. Los, wünsch dir was und deine Wünsche gehen in Erfüllung. Stell ihm eine Frage und du bekommst eine Antwort. Maria dachte nach. Sie hatte keine Wünsche. Sie war so glücklich wie seit langem nicht mehr. Aber für wie lange? Was für eine traumhafte Nacht. Doch wie soll es weitergehen, dachte sie. Hör auf dein Herz. Hör auf dein Herz, nutze die Zeit, hörte sie wie von Weitem eine Stimme. Sie schaute sich um, aber sie sah keinen, dem diese Stimme hätte gehören können. Aus den Niederungen quollen dicke Nebelschwaden hervor und füllten langsam die gesamte Gegend. Lass uns baden gehen, flüsterte Lubomir leise und fuhr mit seinen heißen, rohen Händen sehnsüchtig die Biegung ihres Körpers nach. Der Nebel schwoll immer mehr an.
Er ließ die Umrisse der Bäume, die Wiese und den Fluss in gespenstischem Licht erscheinen. Umgeben von einer weißen Nebelwolke gingen sie durchs hohe Gras, badeten ihre nackten Körper im Tau, dem man in der Ivan Kupala-Nacht heilende Wirkung nachsagte, und stiegen in den Fluss. Das Wasser war warm und weich wie Milch. Lubomirs Lippen erforschten erneut Sehnsucht durch ihren Körper, brannten auf ihrer Haut. Sie kämpfte noch eine Weile gegen das erneut in ihr aufsteigende wilde Verlangen an. Aber auch das Wasser vermochte dieses Feuer der Leidenschaft nicht zu löschen. Eng umarmt tauchten sie unter. Als sie wieder auftauchte, war sie allein. Schlagartig war ihr klar, das schöne Märchen ist vorbei. Nur ihre Haut, ihre Lippen, ihre Brüste brannten noch vom Feuer seiner Küsse. Sie würden sich ewig an Lubomirs sanfte Hände und Lippen erinnern. Ihr Herz zog sich in stummer Sehnsucht zusammen. Danke. Und jetzt ein Lied, das ein russisches Lied, das auch genau von diesem erzählt. Brauche ich nicht zu übersetzen. Летняя ночь так коротка, я этой ночью в любви искупаюсь, а под луной плачет река от нашей любви, серебром откупая. Мне тебя никогда не понять, даже если тебя знать веками. Ты мой сон мимолетный, ты видение мое. Околдован твоей красотой, опьянен я твоими глазами. Не сгоревшие звезды нашли утешение свое. Сколько счастья продлится мое, я не знаю, не знаю. Ты как царская гостья из древних пиров, и ладонь твою лица я держу ее и понимаю, это дар неразгаданных тайн далеких миров. А летняя ночь так коротка, я этой ночью в любви искупаюсь, а под луной плачет река от нашей любви, серебром откупая. За один только вечер с тобой я дал бы полцарства покоя, променял на бессонные ночи я горы стихов. И рассвет за окном золотой нас дождем своим чистым омоет, чистым золотом смоет тяжесть бывших грехов. А летняя ночь так коротка, я этой ночью в любви искупаюсь, а под луной плачет река от нашей любви, серебром откупая. А под луной плачет река от нашей любви, серебром откупаясь.
никогда не понять. Sind ja besondere Klänge in unseren Ohren und die russische Sprache, denke ich, klingt auch manchmal so ein bisschen Wehmut und Leidenschaft gemischt, wenn man das so hört. Und heute haben wir eine richtige schöne Kostprobe gehört. Ja, und nun komme ich aber wieder in heimische Gefilde und zwar stelle ich Ihnen jetzt Gerda Brömel vor. Frau Brömel ist eine langjährige Schriftstellerin und hat schon sehr viel veröffentlicht eben und hat auch schon Preise gewonnen, den Pulitzerpreis, hat sie zweimal gewonnen. Ja, das klingt sehr ähnlich wie Pulitzer, obgleich der ja nun wirklich schon sehr bekannt ist, das ist ein berühmter Preis und Putlitzer-Preis. Also wenn ich richtig das erinnere, liegt Putlitz in Mecklenburg-Vorpommern Richtung Berlin irgendwo. Aber immerhin stellen sie einen Preis zur Verfügung. Und den hat sie schon zweimal bekommen. Und auch auf der Lesebühne hier im Literaturhaus ist sie geehrt worden. Dann ist sie schon wohl einige Male als Finalistin in Kurzgeschichtenwettbewerben gewesen. Und heute liest sie eben aus Brömels Geschichten um schräge Typen. Die Story von der klugen Clara oder und ihrer anstrengenden Suche nach Mr. Reid. Bitte schön, Frau Brömel. Mach hier mal ein bisschen Platz. Danke, bitte. Ja, also ich lese aus meiner Kurzgeschichtensammlung Brömels Geschichten um schräge Typen und die kluge Clara. Trotz ihres anstrengenden Vorhabens verpasst Clara keine Gelegenheit, sich dabei auch zu amüsieren. Und zwar auf den sogenannten After-Work-Partys, wo man sich nach Sonnenuntergang gern trifft. Eigentlich ist sie dort natürlich fehl am Platz, denn sie selbst hat zu dieser Tageszeit ihre Arbeit nicht hinter, sondern noch vor sich. Schuld daran ist Oma, die ihr einst verriet, auf der ganzen Welt gebe es nur einen einzigen für sie bestimmten Mann. Ehemann, betonte Oma. Clara machte sich bei Zeiten auf die Suche. Bald musste sie jedoch einsehen, dass die Welt für ihr Projekt zu unübersichtlich ist. Folgerichtig begrenzte sie das Areal auf Europa, beschränkte sich dann auf Deutschland und schließlich aus Zeitgründen, sie ist 28 und weiß, dass ab 30 das Alter beginnt, auf Berlin. Hier durchstreift sie nun unermüdlich die angesagten Veranstaltungen, denn wo sonst böten sich ihr bessere Möglichkeiten, den einzigen zu finden. Eine Schwierigkeit besteht allerdings darin, dass sie nicht weiß, woran sie diesen einen für sie bestimmten Mann erkennen soll. An gewissen Gesten, am Gang, an der Stimme, am Geruch, ob er Armani oder H&M bevorzugt, darüber hatte Oma leider nichts gesagt. Zum Glück ist die hübsche, wenn auch naive Clara überall gern gesehen. Und erstaunlicherweise gilt sie sogar als intelligent. Intelligent genug jedenfalls, nur Treffen mit smarten, gut verdienenden Leuten zu besuchen, auf denen zum Beispiel über Günter Grass, Frank Gehry oder Jörg Immendorf gesprochen wird und wo man leidenschaftlich die Frage diskutiert, ob Yogi ein Haarteil trägt
Und falls ja, wie er wohl ohne aussehen würde. Tatsächlich pflegt Clara die Gespräche sogar intellektuell zu bereichern. Und zwar durch lässig hingeworfene Bemerkungen und einen klugen Gesichtsausdruck, den sie bei Anne Will abgeguckt hat. Deshalb auch kämmt sie für manche Partyabende den frechen Pony nach hinten und zieht sich einen Seitenscheitel. Werden Sie also mit freier, um nicht zu sagen leerer Stirn an passender Stelle mit andernorts aufgeschnappten Einwürfen glänzt, wie »Das erscheint mir doch recht ambivalent« oder »Er besitzt eine solch subtile Art« oder »Dabei sollte das Phänomen German Angst nicht außer Acht gelassen werden«, schauen die Männer in ihre großen grünen Augen und sind hingerissen von ihrer Klugheit. Clara ihrerseits mustert die Runde mit geübtem Blick. Ist diesmal Mr. Wright unter ihnen? Endlich, nach so vielen enttäuschenden Tests. Und dann kommt der Tag, genauer gesagt der Abend. Ulla versteht es, sagt sie gerade, und die männlichen Partygäste starren gebannt auf ihre intelligenten, blutrot geschminkten Lippen. In ihren Gedichten den Zeitgeist auf geniale Weise zu sublimieren. Was verzapfst du denn da nur für einen Stuss, Süße? Den Kerl, der sie so impertinent unterbricht, hat sie noch nie gesehen. Blödmann. Während sie vergeblich nach einer geistreichen Antwort sucht, hakt Blödmann sie einfach unter und zieht sie an die Bar. Clara wird warm ums Herz. Das liegt einerseits am doppelten Scotch ohne alles, andererseits aber vielleicht auch an Blödmanns ruppigem Charme. Und so endet diese Begegnung wie vor ihr die vielen anderen während ihrer verzweifelten Suche nach dem einen. In seinem Apartment sind sie mittlerweile wieder ein wenig zu Atem gekommen. Und Blödmann, er heißt übrigens Alex, zündet sich die in einigen Kreisen leider immer noch obligate Zigarette danach an. Clara, die sorgfältig jede Gelegenheit vermeidet, als Passivraucherin in einen frühen Tod geschickt zu werden, regelt sich zurecht und legt ihren Kopf auf seine entblößte Brust. Im gleichen Augenblick durchfährt die Erkenntnis sie wie ein elektrischer Schlag. Er ist's. Endlich weiß sie, wonach sie all die Jahre gesucht hatte und was ihren bisherigen Testpersonen fehlte, jenen Männern, die der Mode ängstlich gehorchend wegrasierten oder epilierten, was Mutter Natur auf der Frontseite ihres Oberkörpers üppig sprießen ließ. Fast andächtig fährt sie mit den Fingern ihrer rechten Hand behutsam durch das dunkle Dickicht seiner behaarten Brust und bettet dann zufrieden ihren Kopf auf dieses weiche, sich im Atemrhythmus sanft auf- und ab bewegende Kissen. Am nächsten Morgen stellt sie fest, so gut habe ich noch nie geschlafen, und beschließt, das will ich immer so haben. Clara packt diese ihr sozusagen in den Schoß gefallene Gelegenheit beim Schopf und schlägt spontan eine amtlich sanktionierte Verbindung vor. Das ist die Oma schließlich schuldig, hatte sie nicht vom Ehemann gesprochen. Auch Alex, vormals Blödmann, Ansichten unterscheiden sich grundlegend von denen durchschnittlicher Männer. Er seinerseits hat nämlich absolut nichts gegen eine behördlich beglaubigte Dauerbeziehung. Zumal er seit langem kluger Frauen überdrüssig ist und sich nach einer intellektuell nicht allzu anspruchsvollen Gefährtin sehnt. Dies auch, um zu Hause, wenn ihm nun mal danach ist, den Dativ statt des korrekten Genitivs anzuwenden oder nach dem Essen seinen Gürtel zu lockern und auf dem Sofa ein Nickerchen zu machen, und zwar
ohne gleich spöttisch als Proll oder Spießer bezeichnet zu werden. Fortan lebten die beiden glücklich und zufrieden in harmonischer Zweisamkeit. Auch im Laufe vieler Jahre wird Clara nicht müde, sich ihres natürlichen Kopfkissens zu erfreuen. Und Alex schnurrt behaglich, wenn sie in zärtlichen Stunden mit seinen Brusthaaren spielt, Zöpfchen pflicht, raffinierte Scheitel zieht oder Löckchen zwirbelt. Eigentlich hätte es so bis ans Ende ihrer Tage weitergehen können, machte Clara eines Morgens nicht eine grauenvolle Entdeckung. Kurze dunkle Haare verunzieren den Badfußboden. Zunächst sind es nur einzelne, die sich in die Ecken verkrochen haben. Bald darauf sichtet sie jedoch ganze Büschel. Alex? Abends kontrolliert sie seine Brust. Tatsächlich, das natürliche Fell ist deutlich gelichtet. Deshalb also ist ihr Schlaf in letzter Zeit weniger erquickend. Die naive Clara ist intelligent genug, stets das Beste aus einer Sache zu machen, sogar aus einer derart tragischen. Und so lässt sie die ausgefallenen Brusthaare nicht im Staubsauger verschwinden, sondern hebt sie sorgsam auf, um sie dann in einer verschließbaren Plastikdose zu verwahren. Für alle Fälle. Doch nachts wälzt sie sich ruhelos hin und her und Alex hat keinen Anlass mehr, behaglich zu schnurren. Zum Ausgleich flüchtet er sich in männliche Tätigkeiten und verlegt beispielsweise einen Laminatfußboden im Gästezimmer oder zuckelt mit dem neuen Aufsitzrasenmäher auf dem winzigen Rasenstück des Reihenhäuschens herum. Selbstverständlich ist auch Clara nicht untätig. Nach mühsamer Suche im Internet findet sie schließlich eine tibetanische Teppichknüpferin, der sie die Plastikdose samt Haarsammlung zur kreativen Weiterverarbeitung anvertraut. Und abermals soll sich alles zum Guten fügen. Jedenfalls für Clara. Alex ist nämlich wieder mal ein solcher Blödmann, dass er im Garten an einem der ersten Frühlingstage auf die Zinken einer verkehrt herum abgelegten Hake tritt und sich mit deren hochschnellenden Stiel selbst ins Jenseits befördert. Dass Clara dieses bedauerliche Ereignis nicht übermäßig schwer als schweren Verlust empfindet, erscheint nur zu verständlich. Vor allem, da angesichts seiner seit längerem völlig blanken Brust die eigentliche Trauerarbeit bereits hinter ihr liegt. Zum Glück hat sie klug vorgesorgt, sodass sie nachts bald wieder tief und fest schläft. Und wenn sie abends ihren Kopf auf das Kissen mit der dicht an dicht geknüpften Brusthaaroberfläche bettet, überfallen sie oftmals zärtliche Gedanken. Mein liebster Alex, als Blödmann bist du in mein Leben getreten und als Blödmann bist du von mir gegangen. Und wie wunderbar, resümiert sie dankbar, wir beide doch zueinander gepasst haben. Dankeschön. Vielen Dank. Das war Gerda Brümmel aus Mönckeberg. Und jetzt würden wir noch ein Lied von Katharina Fast hören. Und dann machen wir eine kleine Pause, sodass Sie sich alle erfrischen können. Draußen ist Kaffee und Kuchen, Torten und Gebäck. Und dann treffen wir uns nach 15 Minuten etwa wieder hier. Dann stelle ich Ihnen noch vier weitere sehr hörenswerte Autorin vor. Also jetzt wünsche ich Ihnen eine schöne, angenehme kleine Pause nach unserem Lied. Also ich habe mir gedacht, da könnte vielleicht dieses Lied auch zupassen. Es geht auch um die Suche einer Frau nach einem Mann. Liebe International habe ich das genannt. Und Dativ und Akkusativ ist hier auch nicht so wichtig. Ich brauche
ich liebe dich. Er flüsterte ganz sanft, liebst du mich auch? Sag bitte, ja, mein Schatz. Ich, njat, 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 ich sehe schwarz und grau. Du Businessman, ich leider nur Putzfrau. Ich lade dich ein, komm mit mir ins Café. Mich, njat, 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 ich rühr mich nicht vom Fleck. Ich kann doch selber kochen ein Kaffee. Du wirst schnell arm, wenn du so schmeißt mit Geld. Er schenkt mir Blumen, schaut verliebt mich an. Ich mache Borsch, Pirogen, Barbecue. Ich liebe dich, sagt er mir Tag für Tag. Ich nicke nur, я тебя люблю. So горн wir verliebt ein Tag aus. Er deutsch, ich russisch, ist das schön, das Wort. Люблю, ich liebe, I love you, l'amour. Du flüsterst es mir tausendmal ins Ohr. In ein paar Jahren, wenn ich Deutsch gut kann, bin Business Lady ich, du armer Mann. Hab ich dein Haus, dein Auto, deine Firma, sag ich goodbye. My love, das Vidania. Hab ich dein Haus, dein Auto, deine Firma, sag ich goodbye, my love, das Vidania. Wir sehen uns dann nach der Pause, nach Ihrer kleinen Erfrischung, wieder hier und niemand sagt goodbye. Ja. Auf Wiedersehen. Goodbye, auf Wiedersehen. Das hat noch ein bisschen Zeit. Dass wir uns nun alle wieder eingefunden haben, ist ja sehr schön. Das zeigt, dass Sie ein großes Interesse haben an den Geschichten und Gedichten. Deshalb möchte ich auch gleich, bevor es jetzt wieder weitergeht, auf unseren Büchertisch nochmal hinweisen, wo Sie alle Anthologien, die der Förderverein herausgegeben hat, finden werden und blättern können. Und jeder Autor, der heute gelesen hat, hat auch die eigenen Werke mitgebracht. Trotzdem möchte ich nochmal diese Anthologie für Lyrik und Prosa erwähnen, mit dem Titel Worte sehen, die letzten Herbst herausgekommen ist. Die finden Sie auch da vorne. Und wenn Sie dazu Fragen haben oder selber schreiben, können Sie sich auch gerne an mich wenden. Alle Bücher sind natürlich auch käuflich zu erwerben und sind vielleicht schöne Erinnerungen an die Lesezeit, die wir jetzt hier genießen können. Nun möchte ich Ihnen als nächstes aber die weitgereiste Autorin und Malerin Anna Malou vorstellen. Anna Malou ist geboren in Berlin und wohnt und lebt jetzt in Bad Malente in der schleswig-holsteinischen Schweiz. Sie hat schon sehr, sehr viele Bücher
herausgegeben, Gedichte, Kurzgeschichten, Reiseberichte, besonders über die Jakobswege und andere Wege, die sie entdeckt hat. Als Realschullehrerin hat sie sich mit der Literatur beschäftigt und angefreundet und schreibt also von daher auch schon ihre Bücher alle aus diesem Genre und diesem Wissen heraus. Jetzt möchte ich aber nicht mehr viel erzählen. Sie wird Ihnen heute neue Sachen präsentieren, zum Beispiel Bolero und anderes, das sie Ihnen vielleicht selber kurz vorstellen wird. Bitte schön, hören wir jetzt Anna Malou. Ja, ich habe Ihnen zwei Bücher mitgebracht. Einmal Luftschlösser, Liebesgedichte und andere Ungereimtheiten. Wir haben ja heute die Liebe im Mai und ich habe dazu drei kleine Gedichte herausgesucht. Freundschaft. Willst du Freundschaft spüren, leben? Gib etwas von dir. Nimm dir Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Denn ohne deine Freunde wird dein Leben einsam und kalt, langweilig und grau. Willst du freundschaftliche Blüten in deinem Leben sehen? Bewundere sie, pflege sie und gib ihnen immer Nahrung durch dich. Einen Moment. Warum gehst du mir nicht aus dem Kopf? Lebst in meinem Körper, flüsterst zärtlich meinen Namen, streichelst mein Gesicht, nimmst mich in den Arm, hältst mich fest für immer, bist für mich da, tröstest mich, sprichst mit mir, löst mit mir meine Probleme, verzeihst mir meine Fehler, suchst mit deinen Augen jede Tiefe meiner Seele, überraschst mich immer wieder neu. Liebst mich einfach so, wie ich bin. Immer wenn ich an dich denke, lacht mein Herz, schläft mein Verstand, flüstert leise mein Innerstes. Immer wenn ich von dir träume, bin ich verloren glücklich. Fliege ich in den Himmel ohne jede Bodenhaftung. Immer wenn ich dir nahe bin, schlägt mein Herz unregelmäßig, denn es sagt dir in seiner eigenen Sprache, du bist ein besonderer Mensch für mich. Eine kleine Kostprobe aus meinem Buch Luftschlösser. Dann geht es mit dem Strandkorb weiter, Strandkorb und weitere Kurzgeschichten. Und da habe ich heute den Bolero ausgewählt. Vielleicht ein kleiner Vorgeschmack auf die kommende Feriensaison. Verzerrung. 5 Euro. Eröffnet die Welt der Nacht. Gemütliches Ambiente in Holz, lackiert gehalten. Stehtische, Barhocker, Tresen, meilenweit. Um ihn herum gruppiert sich das Leben, gelebtes Leben. Weißhaarig, Falten umlegt, braunhäutig, urlaubsleger und Mallorca erprobt. Die Frauen, sie sitzen wie die Hühner auf der Stange, gestylt bis ins Letzte, Make-up und Haarspray vergeudet im nachtbleichen Gesicht. Warmherzige Augen, kalte Augen, vom Leben enttäuschte Augen, ungeliebt, der Einsamkeit preisgegeben, blicken unruhig suchend im Raum herum, taxieren, ungeniert jeden Neuzugang. Münder, die zitronenähnlich die Fröhlichkeit herauspressen, angestrengt auf Wirkung bedacht, selten natürlich, locker und frei. Männer, meist gepflegt, aber nicht immer attraktiv. Bierbauch verziert, vierschrötig, unsicher oder protzend,
trotz Brieftasche nicht immer sympathisch. Zwischendurch sieht man Pärchen, gelangweilt nebeneinander, wenn selbst das Glas Bier nicht zur Konversation verhilft. Auch gibt es Pärchen mit Alterssprüngen, in denen sie, deutlich jünger, ihren älteren Freund sichtlich umgarnt. Die Klicken der Frauen, die termitengleich hereinfliegen, verbreiten belustigt überzogene Unruhe in dem Versuch, gesehen und nicht übersehen zu werden. Die Heerscharen der Männer, die Club untermalt, im lockeren Kumpelgehabe hereinbrechen, stark Alkohol unterlegt, Mut angetrunken für die Nacht der Nächte, in denen sie, frei von zu Hause, die Männer sein wollen, die sie eigentlich sind oder schon immer sein wollten. Bei gedämpfter Beleuchtung im faltenschonenden Ambiente trifft man sich heute. Jetzt, wo das Leben noch Chancen bereithält. Jetzt oder nie, sagen sich viele, die zufällig oder mit Absicht die Tanzfläche erobern wollen. Doch vorher gilt es, die Heerscharen der Kontaktbesessenen zur Seite zu schieben, um endlich den schmalen, körperbetonten Durchgang zur Tanzfläche freizuschaufeln. Gespielt wird Frank Sinatra, die Melodie von vorgestern, für die Leute von gestern, am Abend von heute. Tuchfühlung ist angesagt, denn im schummrigen Licht der völlig überfüllten Tanzfläche kann jeder nur stehen, wenn überhaupt. Die Tanzfläche ist voll, übervoll, mit Paaren, die zusammen die 100-Jahres-Grenze locker übersteigen. Nahes, verschwitztes Beieinander soll die Sehnsüchte und Einsamkeit der letzten Jahre wieder wettmachen, soll wieder Hoffnung erwecken auf noch einige schöne Jahre im Glück. Die Musik wechselt und die Band, immerhin gibt es hier Live-Musik wie früher, spielt ihn, den neuesten Mallorca-Hit, Joanna, mit einem fast unaussprechlich umgedichteten, obszönen, durchaus frauenfeindlichen Text. Und alle gröhlen wie besessen mit, auch die Frauen, die Dummen und Unwissenden. Jeder normale Sterbliche sollte vor Scham den Kopf einziehen, doch empfindet das hier offensichtlich niemand. Menschen, angesäuselte Herdentiere, in dieser Nacht zu allem bereit. Heute gilt es, aus dem restlichen Leben das alles herauszupressen, was ein Leben lang versäumt, verpasst, verträumt wurde. Nach mehreren verschwitzten Stehtänzen mit nahem Körperkontakt zu allen Seiten, von der Live-Musik in völlig schiefen Tonarten zu den aktuellen Songs begleitet, begibt man sich wieder zur Bar. Ein neuer Versuch, den nicht schönen Tanzpartner wenigstens heute Abend schön zu trinken. Happy Hour heißt das Stichwort. Zwei Getränke zum Preis von einem, da lohnt es sich doch noch etwas zu bestellen. Man prostet sich zu, versucht eine leichte Konversation herzustellen, die jedoch an der Lautstärke des nächsten dröhnenden Mallorca-Hits kläglich scheitert. Nun gut, ein Lächeln kann nicht schaden, wenn man sich auch sonst nicht versteht. Wollen wir noch einmal tanzen, fragt er sie, möglichst gewinnbringend, worauf sie einwilligt und zuvorkommend ja gerne äußert. Er hört schon schwer, hat nicht so ganz verstanden, was sie sagte, freut sich aber, sie mit zur Tanzfläche ziehen zu können. Jetzt spielen sie ihn, den Bolero, und er denkt an die vielen verpassten Chancen in seinem Leben, wobei er seine Tanzpartnerin enger an sich zieht. Sie geht auf sein Spiel ein und genießt diese Art von Beachtung, die sie so lange vermisst hat. Beide genießen die unverhoffte Nähe auf engstem Raum und die Tänze reihen sich aneinander. So vertröpfeln der Abend, die Nacht, das Leben und die letzten Chancen bei dem Versuch, all das nachzuholen,
was im Leben nicht nachholbar ist. Sehen wir uns morgen wieder? Fragt sie ihn am Ende des Abends. Vielleicht ist seine Antwort, denn er kann sich, bierberauscht, nicht entscheiden, zumal zu Hause seit mehr als 30 Jahren seine Frau und die erwachsenen 3 Kinder auf ihn warten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und jetzt soll es gleich weitergehen. Die nächste Autorin kommt aus Pinneberg, Sibylle Heilberg. Sie ist in Nürnberg, also im Süden, geboren und wohnt jetzt, wie gesagt, in Pinneberg. Sie ist freiberuflich Sprachlehrerin und sie schreibt seit mehreren Jahren Kurzgeschichten und Gedichte. Und hat auch einige Veröffentlichungen gemacht und schon Preise erhalten, zum Beispiel auch in der Anthologie über die beste Kurzgeschichte, die von den eingesandten Texten ausgewählt wurde. Und der Titel der Geschichte hieß Vor dem Auftritt. Das war 2013. Und dann hat sie selber schon veröffentlicht 10 Miniaturen. Und außerdem bleibt ja noch zu erwähnen, dass sie auch Vorsitzende des Fördervereines für die Landdrostei in Pinneberg ist, für den Kreis der Drosteifreunde. Ich übersetze das so frei mal. Und heute wird sie uns in der Tat ein Essay lesen, eine besondere Geschichte über Johann Wolfgang von Goethe und Christiane Vulpius. Und der Titel ist ein Zitat Christianes, schreibt sie hier: Wenn du morgen nicht hier bist, so ist der ganze Spaß nichts. Nun dürfen wir gespannt sein, was Sibylle Heilberg uns aus dieser Liebesgeschichte zu erzählen weiß. Bitte, Sibylle. Die Liebesbeziehung zwischen Johann Wolfgang von Goethe und Christiane Vulpius war sehr ungewöhnlich. Bis heute wird darüber gesprochen, geschrieben und gerätselt. Und bei der Beurteilung kommt Christiane oft nicht so gut weg. Wenn man aber etwas genauer hinsieht, dann erfährt man, dass ohne diese Frau Goethes geniales Schaffen und Wirken durch sein ganzes Leben, was bis heute nachwirkt, in dieser Form höchstwahrscheinlich nicht stattgefunden hätte. Wenn du morgen nicht hier bist, so ist der ganze Spaß nichts. Der wohlhabende, berühmte und geadelte Dichter Johann Wolfgang von Goethe, einflussreicher Minister am Weimarer Fürstenhof und enger Freund des dort herrschenden jungen Herzogs Karl August von Sachsen-Weimar-Eisenach, lebt jahrelang mit der ungebildeten Putzmacherin Christiane Vulpius und dem gemeinsamen Sohn August in einer Gewissensehe zusammen, bis er sie schließlich im Jahre 1806 offiziell heiratet. Wie passt das zusammen? Goethe war ein Womanizer. Sein gesamtes Leben lang hat er Frauen beeindruckt und bezaubert. Dennoch war er immer wieder unglücklich verliebt, denn nicht jede konnte er erobern. Davon zeugen großartige Werke wie der emotional ergreifende Briefroman »Die Leiden des jungen Werther«, der den jugendlichen Goethe schlagartig berühmt machte.
und der bis heute literarisch dem Sturm und Drang zugeordnet wird. Die Marienbader Elegie hingegen schrieb der 74-jährige Goethe als Reaktion auf die unerfüllte Liebe zu einer 19-jährigen Adeligen. Die Verse gelten als sein bedeutendstes lyrisches Alterswerk. 1749 in Frankfurt am Main als Sohn eines Doktors der Rechte geboren, genießt Goethe eine umfangreiche Ausbildung und arbeitet nach dem Abschluss des Studiums der Rechtswissenschaft als Advokat. Gleichzeitig feiert er bereits große literarische Erfolge. Anfang der 1770er Jahre beginnt er mit der Niederschrift des Faust. Die öffentliche Hinrichtung einer Kindsmörderin in Frankfurt hatte ihn derart verstört, dass er seine Gretchen-Tragödie daran anlehnt. Auf Einladung des jungen Herzogs Karl August, den Goethes Werk tief beeindruckt, kommt Goethe mit 26 Jahren an den Weimarer Hof, wo er dem Herzog schnell Freund und unentbehrlicher Berater wird. Kometenhaft steigt Goethe zum Geheimen Legationsrat auf und zum Direktor der Wegebaukommission. Er leitet die Kriegskommission und schließlich das herzogliche Kammerkollegium, also die Finanzbehörde des Fürsten. Goethe verbessert die Arbeits- und Lebensbedingungen der Armleute, treibt den Silber- und Kupferabbau voran, baut die erste Chaussee, sie führt nach Jena, halbiert als überzeugter Kriegsgegner das Militär und reformiert das Steuersystem zugunsten der hungernden Bevölkerung. Doch er leidet zunehmend. Nicht nur unter der einengenden Kleinstaaterei, sondern auch unter der Vernachlässigung seiner Dichtkunst. Doch am meisten setzt ihm die Liebe zu. Nach 10 Jahren leidenschaftlicher Gefühle für die ihm seelenverwandte, aber verheiratete und damit unerreichbare Charlotte von Stein ergreift er die Flucht. Im milden Klima von Italien lässt er sich von den antiken Bauwerken Roms und von vielen bekannten Künstlern inspirieren, beendet nicht nur die Iphigenie, den Tasso und den Egmont, sondern fertigt auch über 800 Zeichnungen an. Wie neugeboren kehrt er nach 2 Jahren nach Weimar zurück, wo er keine politischen Aufgaben mehr übernimmt, sondern stattdessen für 25 Jahre die Leitung des Hoftheaters und namhafte Professoren an die Universität Jena holt. Ganz anders Christiane Vulpius. Sie wird 1765 in Weimar geboren, wächst in ärmlichen Verhältnissen auf, obwohl der Vater aus einer Akademikerfamilie stammt. Nur ihr Bruder Christian August kann ein Studium aufnehmen und wird später tatsächlich ein anerkannter Autor. Christiane muss Geld für die Familie verdienen und arbeitet als Putzmacherin in einer Fabrik für Seidenblumen, die damals sehr in Mode waren. Sie ist geschickt, fleißig und hilfsbereit. Dabei immer fröhlich. Als sie Goethe begegnet, ist sie 23 Jahre alt und bittet ihn um Unterstützung für ihren in Not geratenen Bruder. Goethe verliebt sich in die unverdorbene, sinnlich schöne Christiane und beginnt mit ihr eine stürmische Liebesbeziehung. 1789 wird Sohn August geboren. 4 weitere gemeinsame Kinder werden kurz nach der Geburt sterben. Vorübergehend muss Goethe mit seiner kleinen Familie das Haus am Frauenplan, das der Herzog ihm geschenkt hat, verlassen und ins Jägerhaus am Stadtrand ziehen. Die Weimarer Gesellschaft akzeptiert seine Lebensgefährtin nicht. Christiane gilt als dumm und vergnügungssüchtig. Doch das ungleiche Paar übersteht alle Anfeindungen. Christiane ist Goethe eine liebende und verständnisvolle Gefährtin. Er trägt klaglos seine intellektuelle Zurückgezogenheit und seine vielen Reisen. Sie führt seinen Haushalt mit unermüdlichem Fleiß und gesundem Menschenverstand, verwaltet das Geld und kümmert sich um Goethes Dienerschaft. Sie lacht, tanzt und flirtet aber auch gern. Und so tolerieren beide,
wenn der andere Äugelchen macht, wie Goethe sich ausdrückt. Christiane schreibt Goethe unzählige Briefe voller Liebe, Zärtlichkeit und Sehnsucht, die er ebenso liebevoll erwidert. Der kleine August, genannt Gustl, verbindet beide auf tiefe und glückliche Weise. Als Goethes Rückkehr von einer Reise sich verspätet, schreibt sie ihm: Da es freilich nicht möglich war, dass du kommen konntest, so muss ich mich darin schicken. Aber betrübt bin ich doch, denn wenn du morgen nicht hier bist, so ist der ganze Spaß nichts. Und als Goethe immer öfter den Sohn mitnimmt, den Gustl beneide ich recht herzlich und bin deshalb ein bisschen grämlich. Das musst du mir verzeihen, denn ich wäre auch gern bei dir. Ich schicke dir unser liebes Kind mit großer Betrübnis, dass ich nicht mit kann. Goethe nimmt sich aber auch viel Zeit für seine Arbeit. Er beschäftigt sich intensiv mit Naturwissenschaften, er widmet sich der Botanik, der Mineralogie, der Geologie und der Medizin. Er ist der Entdecker des menschlichen Zwischenkieferknochens und er entwickelt seine Farbenlehre. Als der um viele Jahre jüngere Friedrich Schiller nach Weimar kommt, weil er den berühmten Johann Wolfgang von Goethe kennenlernen möchte, hält Goethe ihn lange auf Abstand, bis er bemerkt, wie ungeheuer fruchtbar der Austausch mit dem Autor der Räuber ist. Sie werden beste Freunde und schriftliche Noten gehen täglich hin und her. Schiller veranlasst Goethe, unbedingt seinen jahrzehntelang unbeachteten Faust wieder aufzunehmen und zu vollenden. Goethe wiederum verschafft Schiller einen Lehrstuhl in Jena und sorgt dafür, dass Schillers Stücke im Hoftheater zu Weimar aufgeführt werden. Christiane wird Freundin von Schillers Frau und kümmert sich immer wieder liebevoll um die Kinder. Schillers früher Tod 1805 ist ein harter Schlag und ein schwerer Verlust, vor allem für Goethe. Die großartige Literatur aus dieser Zeit, deren Vertreter neben Goethe und Schiller auch Herder und Wieland sind, geht als Weimarer Klassik in die Literaturgeschichte ein. 1806 kommt es zu einem folgenreichen Zwischenfall. Nach Napoleons Siegen bei Jena und Auerstedt ziehen französische Soldaten plündernd und marodierend durch Weimar und sind kurz davor, Goethes Haus zu stürmen. Mutig und entschlossen tritt Christiane ihnen allein entgegen. Und so rettet Goethes liebes Kind, ihrem Liebsten, ihrem Besten, höchstwahrscheinlich das Leben. Wenige Tage darauf heiratet er sie. Einige Jahre später, nämlich 1813, widmet Goethe seiner Frau das zarte Liebesgedicht »Gefunden«. Ich ging im Walde so für mich hin, und nichts zu suchen, das war mein Sinn. Im Schatten sah ich ein Blümchen stehen, wie Sterne leuchtend, wie Äuglein schön. Ich wollt es brechen, da sagt es fein: Soll ich zum Welken gebrochen sein? Ich grub's mit allen den Würzlein aus, zum Garten trug ich's am hübschen Haus und pflanzt es wieder am stillen Ort. Nun zweigt es immer und blüht sofort. Doch als Christiane 3 Jahre später qualvoll an einem Nierenleiden sterben muss, ist Goethe zu schwach, ihr in den letzten schweren Stunden beizustehen. Er ist sogar zu schwach, an ihrer Beerdigung teilzunehmen. Goethe überlebte seine Frau um 16 Jahre. Vielen Dank. Danke.
Neugierde halber für diese tiefen Einblicke in diese bekannte und interessante Liebesbeziehung. Und jetzt möchte ich Ihnen auch gleich mit Lyrik weiterhin eine Autorin vorstellen. Das ist Tonja Teutzendorf aus Teutschebein. Teutschebein, Entschuldigung, ich bin noch hier gar nicht so, ich bin noch ganz benommen von der Liebesgeschichte von Christiane Rülpius und Herrn Goethe. Ja, Entschuldigung, Frau Tonja Teutschebein, Sie sind geboren in Dresden und leben heute in Heikendorf bei Kiel. Sie sind von Beruf Erzieherin gewesen und malen und schreiben Lyrik, Kurzprosa und auch Erzählung seit ihrem 40. Lebensjahr. Und außerdem haben Sie schon ebenfalls auch Texte veröffentlicht und haben Ausstellungen, diverse Ausstellungen und zeigen ihr künstlerisches Wirken in verschiedenen Städten. Heute tragen Sie uns eine Auswahl Ihrer Lyrik vor und wenn ich mich recht erinnere, schreiben Sie auch gerne Naturlyrik und heute lassen wir uns überraschen, was Sie ausgewählt haben zum Thema Liebeshimmel. Ich beginne mit der Schönheit. Aber ich glaube, ich lese lieber im Stehen. Sie können auch hier gerne an dieses Pult kommen. Da kann man dann. Ist schon in Ordnung, ja. Ja? Ja. Schönheit. Wir wollten so vieles bewirken und taten, als hätten wir unendlich viel Zeit. Doch das Gestern ist wie ein Traum und das Morgen eine Vision. So wie die Landschaften am Zugfenster vorübergleiten, so das Leben. Etwas blieb zurück von jenen Tagen, an denen wir in unserer Verliebtheit verzaubert oder verzweifelt waren. Es blieb ein Lichtschimmer über dem Meer nach Sonnenuntergang und auf manchen Gemälden und in den Augen eines Menschen, in dem die Schönheit des Lebens etwas in der Seele zum Klingen bringt. Draußen. Draußen die Bäume, still und schön. Schwärme von Vögeln zeichnen in die kühle Abendluft. Drinnen das Feuer im Kamin, der Tisch festlich gedeckt. Weingläser, Blumen und Kerzenschein. Salate in roten und grünen Farben. Sie lächeln sich an, doch bei Dessert und Kaffee fallen verletzende Worte, schreiben etwas, das nie abgeschlossen und nie ganz offen ist, in die Gesichter. Und es schließt sich die Tür wieder zwischen ihnen. Sie lächeln sich an, doch bei Dessert und Kaffee fallen verletzende Worte, schreiben etwas, das nie abgeschlossen und nie ganz offen ist, in die Gesichter. Und es schließt sich die Tür wieder zwischen ihnen. Ein leuchtender Stern. Manchen Menschen bleibt noch ein Wissen von dem Meer, das sie in sich tragen, der Weite und Einsamkeit inmitten der Menschen. Ständig suchen sie nach ihren Wurzeln, wenn sie dem unbekannten Meer entgegengehen. Sie sind nicht zäh,
Jeder Windstoß kann sie wie eine lose Düne davontragen. Und es erstaunt sie, wohin sie geraten sind. Denn sie können die Welt der meisten Menschen nicht begreifen, manchmal nicht einmal sich selbst. Doch wenn die Stürme sich gelegt haben, bleibt an ihrem Himmel ein leuchtender Stern der Liebe. Spiegelung. Windbewegte Zweige spiegeln sich im Teich zwischen kleinen Sonnen der Seerosen im Wasserhimmel. Du sitzt neben mir. Immer wieder spiegelst du mein Leben mir anders wieder. Jetzt mit Verständnis für die Wunden, die nach vielen Schuldzuweisungen noch nicht geheilt sind. An diesem Morgen, als der Nebel aufsteigt und die Sonne den Weg vergoldet, spiegelt sich das Herz in deinen Augen. Und wir sehen ein Libellenpaar über den Seerosen tanzen. Verwurzelt. Auch im Älterwerden können Augenblicke von Glückseligkeit die dunkle Zeit hell durchdringen. Loslassen und weggehen können, ohne Bedauern. Und doch verwurzelt sein in der Seele, als würde der Vorhang vor der Seele zur Seite gezogen und das Spiel von Licht und Schatten bilde ein neues, ein versöhnliches Muster. Loslassen und weggehen können, ohne Bedauern, und doch verwurzelt sein in der Seele, als würde der Vorhang vor der Seele zur Seite gezogen und das Spiel von Licht und Schatten bilde ein neues, ein versöhnliches Muster. Verzauberte Einsamkeit. Nach so vielen Wintern, in denen Schnee und Zeit zerrann, sehnen wir uns nach den Tagen, die so leicht sind, als hätte uns das Leben nicht belastet. Nach so vielen Wintern ist wieder ein Frühling und die blühenden Kirschbäume verlieren ihre Blüten. Ein milder Windhauch zieht durch den Abend. Der Himmel ist veilchenfarben. Ich öffne der verzauberten Einsamkeit mein blaues Fenster und rufe dich herein. Ein letztes. Ich rufe nach dir. Du, ich rufe nach dir. Lass mich dein Schweigen hören und eine Treppe bauen zum äußersten Rand des Daseins, um mich mit meiner Seele in Liebe zu vereinen. Ich rufe nach dir, du, ich rufe nach dir, lass mich dein Schweigen hören und eine Treppe bauen zum äußersten Rand des Daseins, um mich mit meiner Seele in Liebe zu vereinen. Vielen Dank, Frau Zubein. Ich ihn zu guter Letzt als
heutige Autorin dieser Lesung zum Ende hin noch die Autorin Brigitte Lederich vorstellen. Brigitte Lederich ist in Hannover geboren und aufgewachsen und lebt seit 1984 im Kreis Plön. Sie verfasst Texte und Gedichte für Jubiläen. Einige Werke wurden auch in Zeitschriften veröffentlicht. Sie schreibt auch für die Lokalzeitung, hat verschiedene Erzählungen veröffentlicht. Eine Sonderausgabe dieser Erzählung wurde auf der Drupa 2004 weltweit veröffentlicht. Und zudem schreibt sie also nicht nur Lyrik und Prosa und verfasst Artikel für die Lokalzeitung, sie schreibt auch Geschichten für unsere Anthologie, für Lyrik und Prosa Fundstücke, und in mehreren Anthologien wurde sie mitveröffentlicht. Heute stellt sie uns eine gemischte, sage ich mal, Erzählung vor, also eine Geschichte zum Mitfühlen und zum Schmunzeln. Es geht um einen verliebten Mann, der durch einige Hindernisse am Verzweifeln ist und über seine Liebe. Und anschließend wird sie uns ein Gedicht mit dem Thema Sehnsucht noch lesen, aber jetzt wollen wir Brigitte Lederich hören mit ihrer Liebesgeschichte. Bitte. Ja, die Geschichte, die ich Ihnen mitgebracht habe, heißt Valentinstag. Valentinstag ist ja, und da wird ja gesagt, ist der Tag für Verliebte. Viele sagen, ja, das ist eigentlich mehr Kommerz, aber es gibt eben auch Leute, oder es gibt vor allen Dingen Frauen, die freuen sich eben auch über Geschenke oder über ein paar Blumen. Und so wie die Biene in meiner Geschichte. Valentinstag. Stefan hatte einen sehr anstrengenden Tag im Büro gehabt. Erst die Konferenz, dann mehrere Einkäufer, die spezielle Waren ordern wollten, dazu ständig Telefonate, und immer wieder stolperte der 43-Jährige über das neue Computerprogramm, mit dem er einfach noch nicht richtig klarkam. Wenn das erstmal läuft, hatte der Chef versprochen, dann geht hier alles richtig schnell. Die Daten werden euch gebündelt präsentiert und wir können dann gleich noch die Statistik aufbereiten. Der einwöchige Lehrgang, an dem Stefan mit drei Kollegen vor 2 Wochen teilgenommen hatte, war sehr umfangreich gewesen, ein kompliziertes Programm. Mit einem dicken Bündel Papier war Stefan aus Mainz zurückgekehrt. Eigentlich wollte er es noch nacharbeiten, aber beim guten Willen blieb es dann nur. Am Nachmittag gab es einen Feueralarm im Büro. Zum Glück stellte sich schnell heraus, dass es nur ein Probealarm war. Aber es verursachte viel Hektik bei allen Kollegen und Stefan war völlig raus aus dem Arbeitsrhythmus. Dabei häuften sich die Akten auf seinem Schreibtisch schon. Dann war noch eine Kollegin direkt vor seiner Tür mit dem Fuß umgeknickt. Getan hatte sie sich nichts, aber sie kam in sein Büro und sie erzählte ihm ausführlich, was alles hätte dabei passieren können. Als Stefan endlich aus der Firma rauskam, war es schon kurz vor 18 Uhr. Mein Gott, schon so spät, sagte er, als sein Blick auf die Uhr an der Straße fiel. Biene wird schon warten. Heute Morgen hatte sie gesagt, er solle zur Abwechslung mal pünktlich kommen, sie würde was Feines kochen für sie. Stefan seufzte, ging quer über die Straße zielstrebig auf den U-Bahn-Schacht zu. Als er die Treppen hinunterlief, fiel ihm siedend heiß ein, dass ja heute Valentinstag war. Heute früh hatte er noch daran gedacht, er wusste, seine Frau nahm diesen Tag sehr ernst. Ohne Blumen geht da gar nichts, murmelte Stefan leise vor sich hin. Aber woher nehmen? Er müsste einen Umweg über den Hauptbahnhof machen. Da ist ein gutes Blumengeschäft. Hier am Stadtrand wird er keinen Blumenladen mehr finden, der geöffnet ist. Ist ja nur ein kurzer Umweg, dachte er bei sich, stieg die Treppen wieder hoch und korrigierte den Abfahrtbahnsteig. Die große Anzeigetafel informierte über die Wartezeit. 6 Minuten. Okay, das geht.
Die U-Bahn kam. Er stieg ein, bekam einen Sitzplatz und seufzte tief. So weit, so gut, dachte er bei sich. Wenn ich das mit den Blumen jetzt vergessen hätte, nicht auszudenken. Stefan schloss die Augen, die Bahn rauschte los, Zahlen tauchten vor seinem geistigen Auge auf. Hatte er jetzt die Eingabe von Söller und Söhne korrekt abgeschlossen? Die Bildschirmmaske sah doch irgendwie anders aus, als sie eigentlich sollte. Fehlte da nicht auch die Korrekturabfrage? Hatte er vielleicht den Querverweis nicht eingegeben? Wenn der Vorgang nicht modifiziert worden ist, dann ist er doch gar nicht im System, oder? In seinem Kopf rauschte es. Plötzlich ruckte es an. Stefan öffnete die Augen. Die Bahn fuhr gerade wieder los. Mist, hier hätte er aussteigen müssen. Stefan sprang auf, aber es war zu spät. Er schlug mit der Hand gegen die Haltestange. Mist, 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 maulte er vor sich hin. Jetzt musste er mit der anderen Linie die Haltestelle zurückfahren, um zum Floristen zu kommen. Biene anzurufen, traute er sich jetzt schon gar nicht. Wenn ich um 7 zu Hause bin, ist es ja auch noch okay, dachte er. Als die U-Bahn an der nächsten Station hielt, eilte Stefan wieder Treppen hoch, Treppen runter, um die Strecke zurückzufahren. In 4 Minuten kommt die Bahn. Okay, dachte Stefan. Er verfolgte die Änderung der Anzeigetafel. 3 Minuten, 2 Minuten, zack. Keine Anzeige mehr. Wohl defekt, dachte Stefan bei sich. Mehrere Personen warteten mit ihm auf die Bahn, die jedoch nicht kam. Diese Linie fällt aus, stand plötzlich auf der Tafel zu lesen. Stefan lief die Treppe runter, sauchte 2-mal durch den engen Tunnelschacht und die Treppe wieder rauf. Entschuldigung. Schließlich gab es ja noch eine Linie, die zum Hauptbahnhof fuhr. Bahn fällt aus, stand auch dort auf dem Hinweisdisplay. Stefan wendete sich von den Gleisen ab und eilte den Weg, den er soeben gekommen war, zurück zur Richtung Eingangshalle. Dort befand sich ein Auskunftsportal. Mehrere Personen drängten sich bereits vor dem Schalter. Stefan drückte sich durch die Menge. Über Hauptbahnhof geht zurzeit gar nichts, informierte gerade der Angestellte die Umstehenden. Die Strecke ist gesperrt. Ein Gepäckstück ist zwischen U-Bahn und Bahnsteig geraten. Ehe die Störung behoben ist, wird es einige Zeit dauern. Stefan seufzte tief. Hatte sich denn alles gegen ihn verschworen? Okay, ermahnte er sich, bleib ruhig. Er würde nun einen etwas größeren Umweg in Kauf nehmen müssen, um in Richtung Heimat zu kommen. Aber was ist mit den Blumen? Er konnte Biene nicht ohne gegenübertreten, auf gar keinen Fall. Angestrengt dachte er nach. Es gab ja noch diesen Supermarkt in seiner Nähe, am Steinplatz. Er würde vom U-Bahn-Schacht aus nur noch diesen einen Umweg machen, dachte er bei sich. Das wird schon gehen. Stefan fühlte sich ziemlich unwohl bei dem Gedanken, für seine Liebste aus dem Supermarkt kurz vor Ladenschluss einen Strauß Blumen zu holen. Der Rückweg zu dem Stadtteil, in dem Stefan wohnte, dauerte 35 Minuten. Wegen der gesperrten Strecke musste er einmal umsteigen und die Bahnen fuhren nicht mehr so oft gegen Abend. Schon 7:30. Biene wird sowas von sauer sein. Endlich im Heimatstadtteil angekommen, eilte Stefan von der Bahnstation zum Supermarkt. Dass ich da jetzt hin muss, seufzte er. Immerhin haben die noch auf. Das Blumenangebot war sehr, sehr dürftig. Blasslilafarbene Astern, bei denen die Blätter teilweise schon schlapp herunterhingen, oder gelblich-weiße, recht farblos wirkende Spinnenchrysanthemen. Was für eine Auswahl. Er entschied sich für die Astern und eilte zur Kasse. Herzchen haben wir jetzt nicht mehr, sagte die Verkäuferin. Die gab es heute nämlich den ganzen Tag zu allen Sträußen dazu. Doch Herzchen sind jetzt aus. Das betonte sie und schaute ihn fast vorwurfsvoll an. Egal, sagte Stefan und es klang nicht eben freundlich. Als er vor seiner Haustür stand, hörte er von ferne die Kirchturmuhr schlagen. 8:00. Er steckte den Schlüssel ins Schloss, hing seine Jacke an die Garderobe und zog seine Schuhe um. Müde und mickrig wirkte der in billiges Zellophanpapier gehüllte Blumenstrauß. Dass du auch noch mal nach Hause kommst. Seine Frau war vom Wohnzimmer auf dem Flur getreten. Vorwurfsvoll schaute sie ihn an. Es tut mir leid, setzte Stefan vorsichtig an.
Ach, hör doch auf, fiel ihm die Ehefrau ins Wort. Stefan straffte sich, nahm die Blumen zur Hand und hielt seiner Liebsten eher halbherzig den mageren Strauß entgegen. Biene, von Herzen alles Gute zum Valentinstag. Es erfolgte eine Pause. Na, die sind ja schön. Biene schaute missmutig von den paar Stängeln mit Grün zu Stefan. Über ein paar Rosen hätte ich mich schon gefreut, sagte sie enttäuscht. Stefan streichelte zart über Bienes Hand und sagte leise, ich auch. So, jetzt habe ich Ihnen noch das Gedicht Sehnsucht mitgebracht. Etwas tragenderes. So. Wenn sich die dunkle Finsternis stillschweigend trotzig niederlegt und wenn nur manchmal hier und da ein Blatt, ein Halm sich leise regt, wenn zartes Säuseln sich erhebt im bleichen Mondesschein, dann ist es still im Kämmerlein, denn es wird Nacht, ich bin allein. Und zärtlich regt sich menschlicher Sinn zur Liebe hin, zum tiefen Sein. Es ruft das Herz, oh welche Lust, wie schön kann finstres Dämmern sein. Es blüht der Sinn, es sucht die Hand im Mondesschein, ich bin allein. Des Tages Wirrwarr hinter sich, des Alltags Not wie hinderlich, für alles Zarte, alles Schöne, für Träume, Sehnen, sanfte Töne. Und wenn es dann zur Ruhe geht, es schlägt das Herz, doch es ist spät. Mit Tränen schlaf ich wieder ein. Sei still, mein Herz, ich bin allein. Zum Schluss noch ein romantisches Lied. Wie ein flüchtiger Traum ist das Leben, wie ein Blitz, der nicht kommen flammt. Du und ich nur zu jung und erfahren, Zärtlichkeiten, die wir kaum gewahren. Flog das Leben vorbei, Jahr für Jahr. Doch ich höre unseren Walzer der Liebe seit dem Krieg in mir immer da. Ich verlor deine Spur, doch ich träumte wie den Tanzen im Wellengebrauch. Ich verlass dein Gesicht, doch ich hörte deine Stimme, die mir so vertraut. Plötzlich stehst du vor mir, deine Augen ruhen lächelnd auf meinem Gesicht. Endlich hab ich dich, Liebste, gefunden. Ach, wie lange hab ich dich vermisst. Spuren im Kopf.
musikalische Begleitung an dem heutigen Nachmittag bedanke ich mich ganz herzlich. Und ich bedanke mich auch bei den Zuhörern und Zuschauern und vor allem bei den Autoren, die uns so wunderbare Texte präsentiert haben. Ich möchte noch einmal auf den Büchertisch hinweisen. Und wenn Sie ganz viel Lust und Freude am Lesen haben oder am Zuhören haben, dann können Sie zum Beispiel auch einige Autoren wie Frau Sibylle Hallberg finden auf dem YouTube-Kanal unter Lesesofa. Und da kann man ganz unabhängig hinschauen und hingucken. Da sind schon mehrere Autoren, die aufgenommen worden sind. Und im Kiel TV wird auch diese Lesung übertragen. Die ist dann auch im Internet unter offener Kanal www.ukkiel zu sehen. Ja, und natürlich möchte ich Ihnen nochmal das Buch unserer Anthologie Worte sehen ans Herz legen. Mehrere Autoren mit Geschichten und Gedichten und Essays, die wirklich lesenswert sind. Und weil wir nun heute das Thema mit Liebe abschließen wollen, habe ich ein Gedicht hier herausgesucht, aus dem, das ich zum Abschluss statt vieler anderer Worte noch einmal kurz lesen möchte. Denke ich, wird das gerade so passend sein. Gedankenspiegel. Wenn gestern und heute nicht gelebt für ein Morgen, bleiben Bruchstücke. Eine Zukunft scheint verloren. Und das, denke ich, passt zu dem Thema Liebeshimmel. Erinnern wir uns an die Liebe, an das Leben, an das Tanzen, Bewegen, Singen und an das Lesen. Und damit sage ich auf Wiedersehen und wünsche Ihnen einen guten Heimweg.